Hallo Freunde der gepflegten Feierunterhaltung, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay und heute zocken wir Touring Cards und das ist so eine Art Super Mario Kart in VR und ja, mir wurde leider ziemlich schlecht dabei, also wer Motion Sickness anfällig ist, für den ist das überhaupt nichts, aber da gibt es noch einen Modi, der einen eventuell retten kann, den stelle ich euch auch gleich vor, aber mir ging das ziemlich auf den Magen, also ich habe jetzt ja vor 2 Stunden das Gameplay gemacht und mir ist jetzt leicht noch ein bisschen flau auf dem Magen, aber es geht. Aber es ging jetzt echt 2 Stunden gar nichts mehr und für mich sind solche Games nix. Und ja, überall, wo ich einfach nur sitze und VR zocke, irgendwie vertrage ich das nicht ganz so gut. Das kommt natürlich auch aufs Gameplay an. Aber bei so schnellen Sachen dann, wo ich sitze, das geht gar nicht. Also bei VR Kayaking, also dieses Downstream VR Kayaking, dieses Kajakfahrt, die ging gar nicht. Autorennen gehen nicht. Ja, außer Project Drunk, ne, den Livestream, den wir mal gemacht haben, mit dem Chris Reality, Hoshi und dem Zitronenarzt. Ja, da haben wir ja alle was getrunken und dabei halt Project Cars gezockt. Und ja, das ging komischerweise. Also da muss der Jim Beam ja heilende Wirkung auf MS gehabt haben. Scheinbar. Mein Spaß beiseite. Alkohol ist da eigentlich kontraproduktiv, aber ich weiß nicht, warum es dabei jetzt ging und ja, bei solchen Spielen jetzt nichts. Ja, bei Touring Cards ist natürlich die Sache, es geht ziemlich schnell um die Kurven. Also richtig schnelles Gameplay ist das und ja, das wird mir jetzt das Genick gebrochen haben bei dem Gameplay jetzt hier. Aber schauen wir uns einfach mal die Steam-Seite an. Und ja, schauen wir uns mal den Trailer so ein bisschen an. Da geht's los. Hat relativ viele Bewertungen, also positive. 95% ist eigentlich gut. Ja, es gibt verschiedene Power-Ups und es gibt auch ja, verschiedene Eingabemethoden. Also wir können einmal mit Tastatur zocken, wir können mit einem Xbox-Controller zocken, wir können mit einem Lenkrad zocken, Lenkrad plus Motion-Controller können wir zocken, wir können nur mit Motion-Controller zocken, also das ist schon cool gemacht, dass die da wirklich so viel eingebaut haben, dass man das auswählen kann. Ja, gegen die Motion Sickness haben sie sich was einfallen lassen und zwar es gibt 3 Modis, einmal aus der First Person, dann aus der dritten Perspektive, ne? Third Person, wo man so ein bisschen über einen schwebt. Da gefiel mir die Kameraführung nicht immer ganz so. Manchmal passt es, manchmal dachte ich so, okay, langsam müsste die Kamera mal mitschwenken. Und dann für Motion Sickness-anfällige Leute haben sie sich gedacht, okay, wir sind wirklich in der Ego-Perspektive, aber wir haben vor uns eine Leinwand und man sitzt dann so eine Art, ja, Simulator. Ne, wie in der Spielhalle, wenn man da in diesen Autos sitzt. Und ja, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Es wäre noch gut, wenn sie da eingebaut hätten, dass man die Leinwand, die man vor sich sieht, ja, entweder weiter weg, näher ran und größer machen könnte, dass man da so ein bisschen flexibler ist. Wäre nicht schlecht gewesen, so Big Screen-mäßig, dass man da ja, Möglichkeiten hat, das anzupassen. Aber das werde ich den Entwickler auch noch mitteilen. Und wenn ihr irgendwelche ja, Verbesserungsvorschläge habt oder so, also der Entwickler sucht da echt Leute, die ihm schreiben und ja, Verbesserungsvorschläge geben, denn die wollen das Spiel so gut machen wie möglich und ja, es ist in der Early Access und wird immer weiterentwickelt und wenn ihr gute Vorschläge habt, ja, schickt es dem Entwickler und ich werde die Kontaktdaten auf jeden Fall mal unten in die Beschreibung packen, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Ja, schauen wir mal weiter. Spiel kostet 16,79, ist natürlich auch nicht ganz so wenig für einen Early Access Titel, weil man ja nie weiß, ja, wie sieht das fertige Produkt mal aus. Also ist natürlich immer mit einem Risiko behaftet. Aber wenn man jetzt an irgendein Projekt glaubt und sagt, okay, da möchte ich die Entwickler unterstützen, ja, dann sollte man das wirklich machen und auch kaufen, denn dann kann man wirklich dem Entwickler somit helfen. Aber muss man sich natürlich auch sicher sein. Okay. V-Unterstützung ist für Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, VMR-Brillen, also alles an Bord, sage ich mal. Wir können im Sitzen und, was ich lustig finde, im Stehen spielen. Also wer so ein Spiel im Stehen spielen kann, also Hut ab. Also ich kann es nicht, ich würde wahrscheinlich direkt gegen die Wand kippen. Sprachen sind Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch, also die Oberflächen und Sound ist halt nur in Englisch. Es gibt so einen Kommentator, der ab und zu mal so Kommentare reinwirft. Die sind halt in Englisch, aber da muss man jetzt nicht großartig wirklich die Sprache komplett beherrschen.
Verschmelze deine Kräfte. Originalmechanik entwickelt für VR. Ja, was mir jetzt nicht so ganz gut gefiel, ist, man hat die Möglichkeit zu sagen, okay, ich zocke jetzt mit Motion-Controllern und ja, dann möchte ich auch wirklich das Lenkrad so, ja, wie bei der Wii nutzen. Und ja, da kann man aber wirklich nur mit einem Controller lenken. Und das hat mich jetzt ein bisschen gestört. Ich habe einfach gedacht, man nimmt sich beide Motion-Controller, ja, legt die ans Lenkrad und hat dann wirklich, ne, die Möglichkeit, so zu spielen, geht aber nicht. Denn in der anderen Hand hat man halt immer diese Power-Ups, Bananen, Eiswürfel und so weiter und so fort. Und ja, dafür ist der jetzt frei und man kann den nicht als Lenkrad hängen. Also das fand ich jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein Problem hatte, ob es wirklich normalerweise geht. Ging es aber hier nicht. Sollte man meiner Meinung nach auch noch ändern. Cool ist natürlich, wenn man es mit dem Lenkrad spielt, aber glaube ich, ist nicht so leicht bestimmt mit dem Lenkrad das zu spielen. Ja, drei Sichtweisen, ne, haben wir ja, habe ich ja eben schon erwähnt. Eine frei von Schwindel und das stimmt auch. Also da ist mir jetzt nicht wirklich schlecht geworden. Vielleicht ein Hauch, aber jetzt nicht so, dass ich es stark gemerkt habe. 22 Rennstrecken gibt es und ja, man kann Upgrades kaufen, man kann, glaube ich, auch Autos freischalten. Also da waren mehrere Autos in der Werkstatt, die man dann nutzen konnte. Oder man bekommt die immer, weil am Anfang kriegt man halt nur ein Auto und gut ist. Ja, Leute, wenn ihr das Spiel schon habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einfach mal unter die Kommentare schreibt, wie ihr das Spiel findet. Wie kommt ihr mit der Motion Sickness klar? Habt ihr da auch Probleme? Also es wäre echt nett, wenn ihr da so ein kleines Feedback gibt. Und wenn ihr da Vorschläge habt, um das Spiel zu verbessern, könnt ihr gerne auch in die Kommentare schreiben. Vielleicht liest der Entwickler ja hier auch mit und ja, kann sein Spiel dann verbessern. Ansonsten, ich versuche auf jeden Fall da mal so eine Kontaktadresse reinzulegen, wo ihr dann mal schreiben könnt. Ja, das war's eigentlich mit der Steam-Seite und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim Gameplay. So Leute, willkommen bei Touring Cards. Hier sind wir im Anfangsbildschirm und hier können wir unsere Eingabegeräte aussuchen. Das geht von Keyboard bis ja, 3D-Rudder mit Motion Controller. Also wie ihr sehen, normales Keyboard, Classic Controller, Wheel mit Motion Controller und nur Motion Controller. Und ja, ich würde jetzt sagen, wir zocken jetzt mit Motion Controller. Und ja, mit der virtuellen Hand hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich habe es eben mal getestet. Es wird auch kein langes Video, Leute, denn mir ist eben sowas von schlecht geworden. Und ich dachte, okay, jetzt möchte ich ja trotzdem dieses Video hier zeigen. Ich habe es auch dem Entwickler versprochen und deshalb versuche ich das ein, zwei Runden mal durchzuhalten und danach muss ich auch direkt abbrechen, weil ja, ich kann es nicht so gut vertragen. Es gibt aber zum Glück verschiedene Modis und die zeige ich euch gleich mal. Ja, ich würde jetzt aber sagen, dass ich mit dem Thumbstick lenke, denn mit der virtuellen Hand hat mir nicht so gut gefallen, also Thumbstick. Ja, hier sitzen wir im Kart. Unsere Sekretärin, die guckt auch schon relativ schräg. Ja, checken wir mal kurz die Settings, die wir hier haben. Also wir haben hier normale Sound-Settings, die können wir halt Musik, laut, leise und so weiter, Effekte, Kommentator gibt's. Wie sensibel der Controller reagieren soll. Dann haben wir hier Motion Sickness Sachen, aber ich komme damit trotzdem auch nie parat, deshalb schalten wir die jetzt ab. Ja, Sprache Deutsch gibt es hier, ist aber gilt nur fürs Menü. Grafikqualität High, lassen wir auch erstmal so. Alles wäre es erstmal so. Jetzt haben wir hier noch einen Multiplayer-Modus drin. Ich glaube, bis zu 8 Leuten kann man da im Multiplayer zocken. Man kann schnelles Rennen machen. Man hat eine Werkstatt, wo man ja sich Sachen kaufen kann. Man bekommt Geld für diese Rennen, die man absolviert hat. Und dafür kann man Sachen kaufen, ne? Hupen und Helme, Schleudern, ich weiß nicht was. Ja, wahrscheinlich Räder, dass man andere Räder bekommt, dass man besser driften kann. Wie kann man sich die Helme? Ach so, bald, okay. Also Helme gibt es noch nicht. Aber es ist halt Early Access und wird immer noch weiterentwickelt. Von daher muss man mal schauen, was danach kommt. Gehen wir mal einfach ins Spiel rein. Also diese Saisonmodus habe ich noch überhaupt nicht gespielt. Deshalb machen wir das jetzt mal. Difficulty würde ich normal lassen. Vervollständige mindestens eine Mission. Beende ein Rennen, in dem du mindestens 2 Sprungrampen benutzt. Da kriegen wir hin. Beende ein Rennen unter den 5 Ersten. Das wird schwierig. Man hat verschiedene, ja, Ansichtsmodis. Einmal kann man, ja, wie wir so jetzt hier sitzen, auf die Leinwand schauen und lenken.
Dann kann man wirklich einmal im Cockpit sitzen. Und dann hat man so eine, Third-Person-Ansicht, würde ich sagen. Und man kann den Renner jetzt hier quasi von außen betrachten. Und diese Modis zeige ich euch alle gleich. Aber mir wurde, bei dem Modus jetzt nicht wirklich schlecht, aber bei den anderen beiden Modis wurde mir leicht übel und ja. Aber wir probieren es einfach und schauen mal, wie weit wir kommen. Ich habe jetzt hier keinen Eimer stehen, von daher kann sein, dass ich dann ganz schnell abbrechen muss. Nein, hoffe ich mal nicht. So. Das ist der erste Modi, den wir haben. Probieren wir den jetzt erstmal. Ist halt für die Motion Sickness anfälligen Leute. Und da gehöre ich bei diesen Spielen auf jeden Fall dazu. Eigentlich eine coole Idee, so Mario Kart in VR umzusetzen. Ah, jetzt haben wir hier einen Eiswürfel, oder? Ah, okay. Ja, habe ich blöd eingesetzt, aber... Oh, wir sind sogar Erster. Wir haben wieder so einen Eiswürfel. Und wenn es einer vor uns ist, können wir den mal schmeißen. Also hier geht es echt mit Motion Sickness, habe ich keine Probleme. Aber ist halt auch wirklich kein VR-Game, ne? Da gibt es natürlich Leute, die da überhaupt kein Problem mit haben. Deshalb testen wir nachher auch mal die anderen Modis. Ah, nach hinten kann man auch werfen, okay. Ja, aber jetzt ein Drink. Erster! Tupac VR hat gewonnen. Bist du stolz? Ja, oder? Ach, das ging jetzt zu schnell, oder? Ich wollte den jetzt noch so richtig hochheben. Ich weiß jetzt nicht, warum hier nichts steht. $400 eingenommen. Jetzt können wir uns irgendeinen Power-Up aussuchen, oder was? Weiß ich jetzt nicht, wie... Was das ist, aber okay. Gehen wir mal weiter. Okay, da haben wir schon mal Gold geholt. Hier haben wir auch beides geschafft. Preise abholen. Insert Coin können wir nicht, oder? Ah, doch. You've unlocked your first power-up, Fusion. If you take a chicken, don't use it. Try waiting to find an energy drink and it will be automatically merge into a faster, more powerful red chicken. Ah, okay. Also hier kann man so Power-ups nochmal zusammenschließen. Neue Rennstrecke haben wir freigeschaltet. Okay, machen wir mal weiter. Friere jemanden mit einem Eiswürfel ein, fliege für 1,2 Sekunden. Okay. Jetzt werden wir das Ganze aber in einer anderen Ansicht machen. Ich hoffe, in der Aufnahme ist das auch zu sehen. So, das ist die Ego-Perspektive. Die werden wir jetzt auch machen. Oh. Mein Motor ist überhitzt. Oh, und dann geht's schon los. Wow. Unbelievable. Wenn man Gas und Bremse gleichzeitig drückt, hat man diesen Driftmodus. Und wenn man dann loslässt die Bremse, dann geht er nochmal ab, der Motor. Um so einen kleinen Powerboost. Also ich finde, in dieser Perspektive geht es einfach gar nicht, also für mich gar nicht. Wir sind Dritter. Das kann man schön auf dem Lenkrad erkennen, ist ganz cool gemacht.
Sind wir jetzt Erster? Jawohl, Erster. Eine Banane nach hinten geschmissen. Oh, ein Chicken. Och. Hat der Affe uns platt gemacht. Ah, jetzt haben wir einen größeren Wagen. Boah. Danach brauche ich wieder nur 2 Stunden Pause oder so nach dem Rennen hier. Ich möchte mich auch jetzt nicht groß umschauen. Kann ich für nichts garantieren. Schon wieder Erster, obwohl mir schlecht ist. Puh. Ach, da, warum ist das so schnell zu Ende? Haben wir mehrere Sachen hier unlocked? Okay. Maxi-Cola, Turbo-Cola. Verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Jetzt können wir eigentlich mal in die Werkstatt gehen und können mal gucken, ob wir irgendwas kaufen können. Reise abholen noch, natürlich. Nein, wir gehen jetzt raus. Werkstatt. Seifenblasendrift. Okay, ist alles nur was Optisches, würde ich fast sagen. Das war doch ganz cool. Ja, offenbar. Okay, weiter geht's. Und diesmal schaffe ich es, einen Gegner klein werden zu lassen. Schaffe es, 3 Schleudern mit Maximalfeuer durchzuführen. Okay. Diesmal spielen wir in einer anderen Perspektive wieder. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Video umschaltet. Das ist die Perspektive, wo wir es von oben alles sehen. Ist von der Ansicht und Übersicht eigentlich ganz cool gemacht. Gib doch Gas! Könnte nur ein bisschen mehr über hinter dem Wagen sein. Ach, jetzt stört er hier. Was ist denn los hier? Ha! Oh, was jetzt? Haben die uns wieder alle eingeholt hier. Aber auch selbst das vertrage ich nicht so gut. Also irgendwie alles, was sich so ein bisschen im Sitzen abspielt, vertrage ich nicht so gut. Im Stehen habe ich diese Probleme nicht. Wow. Haben die sich jetzt hier gebeamt oder was? Wow. Okay, da wird man so ein bisschen transportiert. Oder gebeamt. Ich habe jetzt keinen Überblick, wo wir gerade sind. Dritter sind wir, okay. Ja, gegen jetzt wirklich anderen Gegenspieler macht das natürlich mehr Spaß, wenn man wirklich auch die Leute kennt. Als jetzt nur gegen die KI hier. Dritter ist okay. Ich kann aber jetzt echt nicht mehr, mir ist echt übel. Deshalb müssen wir jetzt hier abbrechen. Bronze. Ja, Leute, das war Touring Cards. Ich hoffe, ich konnte euch wenigstens einen kleinen Einblick verschaffen. Ich gehe jetzt auch gar nicht mehr groß ins Fazit.
Ich glaube, wäre unfair, wenn ich jetzt hier wirklich ein Fazit abgebe, denn ich kann das Spiel nicht genießen. Also mir wird teilweise immer schlecht, nur bei der einen Perspektive nicht so ganz, aber ja, ist auch nicht Sinn der Sache, sowas dann in VR zu spielen. Kann ich auch vom Monitor irgendwie was anderes spielen. Macht dann keinen Sinn. Kann mit Sicherheit was werden, ist immer noch Early Access und ja, ich würde auch mal gerne eure Kommentare hören oder eure Einschätzung. Habt ihr das schon gespielt? Wie vertragt ihr das Spiel? Würde mich auf jeden Fall interessieren, denn ja, ich bin echt jetzt mitgenommen und ich glaube, für ein, zwei Stunden geht jetzt gar nichts mehr. Aber ja, für euch mache ich das natürlich. Und ja, ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag. Dankeschön fürs Einschalten. Und ja, wie immer, Like raus und Abo nicht vergessen. Wäre echt nice, wenn ihr mir noch ein Abo geben würdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.